Kaltsche Berlin, Wahlkampf. Gute, herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat. Mein Name ist Nico Heimer. Warum machst du mich nach? Der Mann im Partnerlook, oder ne, da muss man dann gucken, du hast ihn zuerst angehabt, von daher kann man sagen, ja, ich habe dich nachgemacht, ist Niklas Levinson und der Mann im Ronaldo-Shirt. Das ist Christoph Kröger. Ich hätte meinen auch mal anziehen sollen, dann wären wir wenigstens einer. Ich tanze jetzt schon wieder aus der Reihe, wie auf unserem Foto, was ich gepostet habe, Montag. Da tanze ich doch aus der Reihe. Ihr beide so cool in die Kamera gucken und ich wieder irgendwo in die Luft guckend. Es ist also, der coole Blick ist nicht deins. Der liegt ja. Aber dein Reflex ist auch immer weg von der Kamera zu gucken, ne? Das ist schon so ein Reflex von dir auf jeden Fall, bei so Fotos. Ich dachte, wir gucken von der Kamera weg. Ich gucke eigentlich immer rein, versuche ich bei Fotos. Okay. Ja. Aber früher hat man das gemacht, hat man so Geistesabwesen weggeguckt. Blick in die Ferne. Und vielleicht noch so gemacht. Und ja, der hier, der war sehr beliebt auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, damals. Der liegt mir mehr. Als ob man groß Denker am Denken wäre. Also wir machen Gangster und du denkst nach. Ja, ist ja in Ordnung. Das ist, sowas hätte uns vor 20 Jahren entzweien können. Ja. Also, weil das ist ja, also bei uns war es so in der Schule, also die Karriere von einem Mitschüler wurde komplett gekillt durch den einmalig formulierten Vorwurf, du kaufst mir Sachen nach. Danach war der done, dusted, finished. Der hat 2 Jahre später die Schule gewechselt. Echt? Ja. Aber welche Karriere? Die Schulkarriere? Aber ich hab dir ja nichts nachgekauft. Nein, natürlich nicht. Dazu muss man sagen, das hier ist der neue, noch nicht veröffentlichte Calcio-Merch. Dazu gibt's ja mal Gelegenheit. Den teasern wir so ein bisschen an gerade. Seit Wochen. Seit Wochen teasern wir den an, der liegt hier rum. Aber nee, damals hat das, also der Vorwurf war karrierezerstörend. Ja, also so nachäffen und so generell ist einfach ein sehr harter Vorwurf, den du in der Schule bekommen kannst. Was auch und klamottentechnisch. Ja. Weil alles, was irgendwie in die Partner-Look-Richtung ging, war ja komplett uncool. Ja. Ist bei mir nicht vorgekommen, weil ich hatte in der Schule so einen leicht, ganz leicht, wirklich nur anderen Style als die meisten anderen Leute. Er war anders als die anderen. Was zu resoluten Mobbingversuchen führte, aber ich war zum Glück mobbingresistent. Wie Pressingresistent war ich mobbingresistent. Ja, war wirklich so. Also, soll ich sagen, was ich gemacht habe? Ich hatte so eine Jacke an, das war so eine weiße, so bombermäßig, aber dann auch mit viel Blau und Rot, war schon besonders. Ja. Und dann wollte mich jemand dafür mobben und dann habe ich ihm in der letzten Sekunde der Biostunde einfach ins Gesicht gehauen. Und dann, das war 7. Klasse, und dann war die Mobbing für immer gegessen in der Sekunde. So sollte man es nicht lösen, aber das ist meine Geschichte. Also ich wurde im Kindergarten so heftig für eine Latzhose gehänselt und gemobbt. Bieten, weiß ich noch nicht. Von der Latzhose im Kindergarten? Nicht von der Latzhose. Im Kindergarten schon. Ja. Von der Latzhose wurdest du gemobbt im Kindergarten. Von einer Latzhose. Und jetzt tragen hier in Berlin, trägt jede zweite Frau auf dem Kollwitzmarkt eine Latzhose. Sogar ich habe eine. Trendset. Ja, ist ja auch cool. Ich Latzhose. Ja, ich hatte eine Latzhose. Warum hast du die noch nicht präsentiert? Ich werde sie doch demnächst mal anziehen. Doch, okay. Ich habe sie schon mal gesehen im Sommer bei dir. Nur T-Shirt drüber, drunter. Ich besitze sie erst seit diesem Jahr, das kann nicht sein. Ich hab ihr auf jeden Fall noch nicht in Latzhose gesehen. Also ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Nee, mich wirst du auch nicht mehr sehen, weil das ist ein traumatisches Erlebnis gewesen. Nur noch ganz kurz, hast du eine Jeans-Latzhose oder hast du vielleicht sogar Cord oder so? Nee, Jeans. Okay. Jeans von einer bekannten Latzhosenmarke. Von einer bekannten, wer hat die gegründet? Danny Latzer? Weiß ich nicht. Lass mal machen jetzt. Ja, komm. Was machen wir denn, Niklas? Wir machen den besten Positionswechsel. Also der beste Wechsel von einem Spieler von einer Position auf eine andere. Yes. Wo man sagt, ey, das war eine gute Idee von dir oder von wem auch immer, dich da hinzustellen. Wir reden nicht von, oh, der muss heute mal Innenverteidiger spielen, sondern von Leuten, die das längerfristig gemacht haben. Genau, nicht so eine, ey, ich war jetzt heute einmal Stürmer, war ganz gut, sondern dass wirklich ein nachhaltiger Wechsel in der Art und Weise stattgefunden hat, wie dieser Mensch Fußball spielt und auf welcher Position. Ich glaube, Sergej Barbares hat einmal Innenverteidiger gespielt für den HSV. Ja, und hat nicht irgendeine englische Trainer-Ikone mal, weil die Frau das geträumt hat, einen Linksverteidiger im Sturm aufgestellt und hat er 2 Tore gemacht? Neil Warnock. Neil Warnock, der hat immer auf die Träume seiner Frau gehört. Ja, mehrfach. Und das relativ erfolgreich. Ja. Geil. Der Typ ist eine Legende, aber der hat jemanden nach vorne gestellt, der dann doppelt getroffen hat oder dreifach sogar. Ja. Und das war basierend auf dem Traum seiner Frau. Und er war eigentlich Außenverteidiger Hexe. Und nicht mal Stammspieler oder so. So also ungefähr war die Story. Im Mittelalter wäre sie verbrannt worden. Höchstwahrscheinlich. Also. Ja, meine Frau hat geträumt, ich habe heute Nummer 3, Case. Meine Frau hat, weiß ich nicht, was sie geträumt hat, ich sage aber, ich habe die. Warum 2. Lügt meine Frau? Ich habe die 3. Ich habe hier wieder hier nur Scheiße, habe ich hier irgendwie so einen zerfledderten Kackzettel. Weiß ich nicht, was das ist. Das ist die 1, oder? Das ist die 1, die kaputte 1. Die kaputte Eins. Jeppa. Ich komme mit Jan Koller als Torwart. Okay, Christoph Krüger, bist du ready? Hast du mich Neil? Wolltest du gerade Neil? Wie hieß er? Nee, ich wollte Niklas fragen, ob er ready ist. Ja, ich kenne ihn, aber ich kenne die Geschichte nicht. Also. Naja.
Bist du ready, Krügi? Deutsche Warnock, bist du ready? Dann sagen wir 3, 2, 1 und bitte. Der beste Positionswechsel der Fußballgeschichte muss in meinen Augen zwei Dinge erfüllen. Es sollte ein drastischer Wechsel sein. Also ein Rechtsverteidiger, der im Spätherbst seiner Karriere dann Innenverteidiger wird. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Außerdem sollte der Spieler durch den Positionswechsel einen großen Schritt nach vorne in seiner Karriere gemacht haben. Mein Spieler war auf seiner Position, auf seiner ersten, schon sehr gut, aber kein Vergleich zu dem Spieler, zu dem er später wurde. Als Linksverteidiger wurde Gareth Bale zum Profi und machte knapp 50 Spiele in der Viererkette. Irgendwann durfte er auch im linken Mittelfeld ran. Das ist allerdings kein Wechsel, der hier ausreichen sollte. Doch nachdem er 2013 zu Real Madrid gewechselt war, hat er nie wieder Linksverteidiger gespielt, nie wieder im linken Mittelfeld, um genau zu sein, nur noch in absoluten Ausnahmefällen auf der linken Seite. Stattdessen wurde er zum zeitweise besten Rechtsaußen der Welt, gewann 5-mal die Champions League, 4-mal davon als Rechtsaußen im Finale, machte auf der Position 88 Tore und 56 Vorlagen, 24 Scorer in 36 Champions League Spielen, von links hinten nach rechts vorne, der Diagonalpass unter den Transformationen vom Linksverteidiger-Talent zum Weltklasse rechts außen. Gareth Bale. Das ist sein Vorname. 1-4, aber die lassen die ja, geben ja, ich habe gemerkt, ich muss reinhauen. Die geben wir dir gerne. Ich hole sie uns zurück. Was verrückt ist, ist, ich hätte irgendwie gedacht, und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, macht es komplett Sinn, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass er beim 5. CL-Titel gar nicht mehr dabei war, aber natürlich war er das. Er war noch dabei, hat aber, glaube ich, keine Rolle mehr gespielt, aber. Er hat gechillt. Ja. Aber er war natürlich noch dabei. Okay, Niklas Levinson ist next und auch bei dir gilt die Frage, bist du ready? Ja. Dann sage ich 3, 2, 1, bitte. Er spielt seine Rolle schon so lange und so selbstverständlich gut, dass man fast glauben könnte, das war schon immer so. Aber als er die große Fußballbühne erstmals so richtig betrat, spielte er noch in einer anderen Liga, einem anderen Trikot und auf einer anderen Position. Transfermarkt bescheinigt ihm in der Saison 2009/10 31 Einsätze als linker Mittelfeldspieler. 31 Einsätze, 9 Tore und 8 Vorlagen in der Bundesliga. Wer sich heute Highlights aus dieser Saison anschaut, kann kaum glauben, was er da sieht. Toni Kroos als Flankengeber auf der Grundlinie, Toni Kroos als Abnehmer im Strafraum, im Trikot von Bayer Leverkusen war damals vieles normal, was uns heute völlig unvorstellbar erscheint. Kroos wanderte erst zurück zum FC Bayern, dann weiter nach Madrid und auf dem Rasen immer ein Stückchen weiter zurück, bis er im Herz des Feldes ankam, wo er heute noch den Pulsschlag jeder Partie vorgibt, bei der er auf dem Platz steht. Die Bastian-Schweinsteiger-Transformation nur eben auf Steroiden. Toni Kroos, einer der besten Spieler aller Zeiten und der Mann mit dem besten Positionswechsel der Fußballgeschichte. Mhm. Okay. Habe ich die 4 Sekunden wieder reingeholt? Stimmt, du hast es wieder reingeholt, das ist absolut richtig. Ja, jetzt muss einer von euch was. Ja, ich mach schon. Ich kann die Uhr öffnen für dich. Das wäre gut. Kannst du deinen Case vorstellen für uns? Yes. 3, 2, 1, go. Als Bastian Schweinsteiger 2002, 2003 die große Fußballbühne betritt, sind sich alle einig, dieser Junge ist hochtalentiert. Binnen 2 Jahren wird er Nationalspieler und erobert sich auch beim FC Bayern einen Stammplatz. Nur über seine Position wird man sich nicht einig. RM, LM, ZOM. Überall kommt Schweini zum Einsatz, doch so richtig bringt er seine PS nicht auf die Straße. Zu langsam, zu wenig egoistisch und überhaupt verlässt er viel zu oft seine Position. Schweinsteiger sieht aus wie einer, der über die Rolle Kaderspieler nie richtig hinauskommt, bis Louis van Gaal in München auftaucht, Schweinsteiger ins Zentrum schiebt und die Grundlage für Riesenerfolge legt. Als Flügelspieler kommt Schweinsteiger in 6 Saisons nicht über die Bewertung im Blickfeld des Kicker hinaus. Direkt nach seiner Umstellung ändert sich diese Bewertung und zwar auf Weltklasse. In der ersten bewerteten Saison. 4-mal kriegt er die Bewertung Weltklasse in 5 Saisons. 4-mal wird er vom Kicker zum besten Spieler auf seiner Position gewählt und die strukturelle Wichtigkeit, die spiegelt sich auch in seinem Charakter wider. Einst als Chefchen bezeichnet wird Schweinsteiger zu einem wichtigen Anführer, sowohl 2013 in der CL, aber vor allem auf seiner blutüberströmten Heldenreise 2014 im WM-Finale. Ich musste ein bisschen freestylen, weil ich noch Zeit brauchte. Okay. Freunde. Snaps. Wen hattet ihr noch eingereicht? Also, ich finde, es gibt ganz viele, die mir eingefallen sind. Und dann habe ich kurz recherchiert. Und dann war es mir einfach zu wenig oder zu gleich auch. Also, wir haben, kann man ja sagen, im Vorweg auch über Cristiano Ronaldo gesprochen. Linker Flügel, Stürmer. Er war halt aber auf beiden Positionen absolute Weltklasse. Also das ist dann für mich kein Positionswechsel, der irgendwie nochmal für einen Upgrade gesorgt hat. Ich finde das schon relevant, weil also Cristiano Ronaldo irgendwann nicht mehr so weiter hätte existieren können, wie er am Anfang seiner Karriere Fußball gespielt hat. Und das schon auch eine Aufgabe ist und eine große Aufgabe, dann Position zu wechseln, viel von dem zu verlieren, was sich früher so krass gemacht hat. Also was so die ultimative Geschwindigkeit angeht und auch so ein bisschen die Dribbling-Qualität, hätte ich gesagt, aber einfach im Strafraum einer der Besten zu werden, die das jemals so gespielt haben.
Also finde ich schon, dass Ronaldo hier eine Erwähnung sich verdient hat von dem Wechsel, ja. Warum ich mich auch so ein bisschen von ihm ferngehalten habe, ist halt, wenn man jetzt sagt, dass dieser Wechsel, da, weißt du, natürlich kannst du dann sagen, ja, der hat auf der neuen Position 3 Ballon d'Ors gewonnen und was nicht alles, aber auf der alten hat aber auch welche gewonnen. Ist richtig. Deswegen. Ich hatte an Javier Mascherano gedacht. Ja. Ne, der, obwohl er undersized war, zu einem absoluten Top-Innenverteidiger geworden ist und internationale Titel auf der Position gewonnen hat. Henri ist vom Flügel auf die 9 und das war auch kein unwichtiger Wechsel. Also der ist auch erst so richtig explodiert, als er in den Sturm ging und hat auch selber gesagt, dass er so nach den ersten Spielen auf der Position eigentlich sich gewünscht hätte, dass er zurückgestellt wird auf die linke Seite und dann aber dran geblieben ist und es hat sich für alle Parteien gelohnt. Die Ironie daran ist, deswegen habe ich ihn auch ausgeschlossen, weil Henri ist ja dafür bekannt, dass er die Stürmerposition auch so ein bisschen revolutioniert hat, indem er sich viel auf den Flügel hat fallen lassen. Sprich, der Unterschied war eigentlich gar nicht so groß. Er war halt etwas zentraler grundsätzlich, aber er ist halt sehr viel auf dem Flügel aufgetaucht. Pisscheck? Weil der hat eine richtig krasse, von Stürmer zum Außenverteidiger, ist auch wirklich positionell eine krasse Sache. Jemand, der halt sich nicht so weit verändert hat, aber eigentlich auch zwei Positionen Weltklasse, war David Alaba zum Beispiel, ne, der von außen nach innen rotiert ist. Gibt's also einige auf jeden Fall. Aber ich fand immer, oder ganz oft, Kompanie zum Beispiel, war ja beim HSV noch einfach zentraler Mittelfeldspieler und ist dann bei Manchester City zu einem der besten Innenverteidiger der Premier League geworden. Aber ich finde, die Entwicklung, also irgendwie von einem zentralen Mittelfeldspieler zu einem Innenverteidiger oder von einem Außenverteidiger. Sergio Ramos hat auch sehr, sehr viel Rechtsverteidiger gespielt zu Beginn seiner Karriere. Ja, dann nach innen zu ziehen, das ist halt irgendwie, es fühlt sich wie so eine normale Entwicklung an. Es gibt logische Arten der Progression. Also es gibt so, du wirst älter und gehst dann von außen nach innen zum Beispiel. Das ist so ein sehr normaler Weg, den viele Spieler gehen. Ja. Und ich finde auch, dass zum Beispiel für einen Spieler. Aber diese Transformation Flügelspieler AV gibt es ja häufiger, ne? Das ist ja sehr häufig. Aber Pistu war ja ganz Stürmer, Anfang seiner Karriere sogar richtig Stürmer. Aber der würde halt hier im Vergleich Toni Kroos, Bale und Schweinsteiger. Weil Antonio Valencia war bei United in seiner Ursprungsform auch ein Flügelspieler und ist dann im Spätherbst der Karriere immer weiter zurück und war dann auch hinten raus Rechtsverteidiger, hat das dann auch sehr, sehr gut gespielt, musste sich da auch so ein bisschen anpassen. Was ich lustig finde, ich bin über einen Artikel gestolpert, wo es um die Position der Spieler im Jugendalter oder in den Jugendmannschaften angeht. Das und das ist teilweise richtig wild teilweise. Also Harry Kane hat irgendwie Sechser gespielt oder so. Ja. Pep Guardiola hat Flügelstürmer gespielt, also komplett wild. Thibaut Courtois hat Außenverteidiger gemacht. Also Puyol kam, glaube ich, mit 17 zu Barca in die Jugend oder sowas. Und der war irgendwie auch bis in seine Teenie-Jahre auch Stürmer eigentlich. Also ja, da gibt's ganz, ganz wilde Stories. Ich finde, zwei etwas ältere Namen müssen hier Erwähnung finden. Nämlich einmal Johan Cruyff, der jahrelang Stürmer war. Auch hier war mir dann das Upgrade zu klein, weil er war als Stürmer schon Weltklasse und ist dann Zehner geworden oder hängende Spitze oder so. Mhm. Also eher Spielmacher und war da auch wieder Weltklasse. Und den Case hätte ich gerne gemacht. Es ist halt nicht ein Wechsel, es sind mehrere Wechsel. Aber Ruud Gullit ist der Meister des Positionswechsels. Ja. Denn Ruud Gullit hat die Champions League als Libero gewonnen und er hat die Champions League als hängende Spitze gewonnen und hat teilweise noch Flügel gespielt. Der war auf allen Positionen außer Torwart unterwegs und überall Weltklasse. FIFA-Spieler lieben ihn. Also der deutsche Gullit ist ja so ein bisschen Lothar Matthäus, der ja auch Zehner konnte, erwähnen. Der zentrales Mittelfeld konnte, und der eher Libero weiter zurück. Ja, also der auch alle Positionen bekleiden konnte. Stimmt, aber Gullit ist lustigerweise andersrum. Der hat hinten angefangen und ist immer weiter nach vorne gewandert. Das Lothar ist Matthäus. Aber Ruud Gullit ist Wahnsinn, was der alles konnte. Ich muss dich jetzt was fragen, Niklas. War nicht die Transformation eigentlich die auf die Flügelposition? Weil in der Jugend war Toni Kroos relativ sicher zu 99,9% zentraler Mittelfeldspieler. Aber das ist dann nicht relevant für die Frage hier. Aber dann war ja die. Also er ist sein Profidurchbruch auf der großen Bühne. Also war er als linker Mittelfeldspieler, als offensiver Mittelfeldspieler. Also das erste Spiel war im Zentrum im DFB-Pokal gegen Cottbus. Aber in welche Minuten hat er bekommen? Weiß ich nicht, aber hier steht auch zum Beispiel, dass er die Bayern-A-Jugend als Spielmacher entscheidend geprägt hat. Spielmacher kann ja auch ein Zehner sein. Ja, ja, okay. Also ich will nur sagen, dass ich Toni Kroos, für mich war die Transformation eigentlich die, dass er bei Leverkusen Flügel gespielt hat. Weiß ich nicht, weil er ist da auf der Bühne erst aufgetaucht. Auf der großen Profibühne. Sein Durchbruch auf der Profibühne, wie gesagt, in der Saison 31 Spieler als linker Mittelfeldspieler. Ja, darum geht's nicht. Wir haben ja eben noch gesagt, dass nicht entscheidend war, ob du einmal auf Position X oder Y warst. Dann, weil für Schweini gilt das ja auch, dass er ja auch ab und zu schon mal irgendwie auf eine Rolle gerutscht ist, die dann später auch seine wurde.
in der Ähnlichkeit zumindest. Und Kroos hat auf jeden Fall in seiner ersten großen Saison in der Bundesliga so gespielt. Und auch bei Bayern hat er noch ganz viele Spiele gemacht in der Zehnerposition im 4-2-3-1. Ist dann teilweise auch mal auf den Flügel ausgewichen, als sich dann, glaube ich, einer von Ribéry oder Robben verletzt hat. Und erst bei Real Madrid folgte dann das, wo er gar nicht mehr in den Rollen aufgetaucht ist, sondern ganz klar Achter gewesen ist oder eben teilweise sogar der tiefste Spieler im Mittelfeld. Und genau, um das noch zu bestärken, er hat auch bei Bayern bei den Profis linkes Mittelfeld gespielt. Und auch zentrales Mittelfeld. Vorher, bevor er zu Leverkusen gegangen ist. Saison 2011, 2012, 16 Spieler Attacking Midfield, 12 zentrales Mittelfeld. Also eigentlich auf jeden Fall schon eine Transformation. Aber das war ja nach der Leverkusen-Saison schon. Ja, genau. Also, deswegen, irgendwann muss es ja anfangen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich will nur sagen, ich glaube, dass der eigentliche Positionstransformation war die von zentraler Mittelfeldspieler zu Leverkusen-Flügelspieler und dann halt wieder zurück. Aber er hat sie bei Bayern ja noch nicht so zurückgemacht. Das hat ja auch da erst gedauert. Das war ja auch erst über Zeit. Ja. Aber ich verstehe den Engel nicht, aus dem du meinen Case rangehst. Ich weiß ja, was du vorhast, aber ich verstehe den Engel nicht ganz. Na, ich sag einfach, dass es war ein Fehler, ihn auf den Flügel zu parken, und das war 2 Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob du 9 Tore und 8 Vorlagen als Fehler bezeichnen kannst. Ich glaube, es war einfach vielleicht auch eine Notwendigkeit, weil der Durchbruch da für ihn leichter war, im Offensivbereich durchzubrechen. Also, was ich nur sagen wollte, ist, für mich war Toni Kroos, und ich hatte den nur so sehr im Auge, weil das der Spieler war, der 1,5 Jahre jünger war als ich. Und das war der Erste, der so in dem bei Riesentalent, war er der Erste, wo ich wusste, oh, der wird Profi, der ist jünger als ich. Und da hatte ich ihn als Jugendspieler, ich hatte ihn immer als ZM im Kopf. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Jugendbereich nicht als die relevante Größe gesehen, weil im Profibereich ist der Shift gewesen von eher einer offensive Rolle zu immer weiter. Das ist für mich das Wesentlichste. Dass er sehr viel mehr Zehner war, als er jetzt 6er, 8er ist. Ja, genau. Also das, weil es klang für mich wie vom Flügel ins Zentrum. Und das hat er zwar auch gespielt, aber für mich war eher von offensiv in die Defensive wäre die Transformation. Also das war nur mein Punkt für mein Verständnis. Ja, also wenn wir den Jugendbereich mit reinnehmen, dann wäre auch ein Trent Alexander-Arnold relevant, weil der war zentraler Mittelfeldspieler in der Jugend, die komplette Jugend, und wurde dann einfach von Klopp wünscht auf. Wünscht sich nichts mehr als das zurück auf jeden Fall. Macht er ja jetzt quasi wieder, wenn er fit wäre. Aber wir müssen irgendwann nochmal auf unser Video gucken. Wir haben doch mal Transformationen gecallt, wo wir gesagt haben, dieser Spieler wird sich bald verändern. Ja. Und da hatte ich nämlich Trent und ich glaube ZM, ich hoffe. Egal, okay. Ja, wollen wir über andere auch reden? Wir müssen also jetzt wieder. Also bei Bastian Schweinsteiger muss man ja generell auch sagen, dass er schon, bevor er zentraler Mittelfeldspieler wurde, da auch immer mal wieder eingesetzt wurde über Jahre. Nicht viel, aber sehr, sehr, sehr wenig. Also, sehr wenig, aber er hat die Position dann auch schon gespielt. Ja, aber er kam auf jeden Fall auch aus der Jugend als Flügelspieler. Jeder erinnert sich, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, war das 8:0 im Pokal gegen Köln. Da sah er tatsächlich, da kam er im rechten Mittelfeld rein. Und gegen diese Köln-Mannschaft sah er auch aus wie jemand, wo ich dachte, oh, ja, okay, also der wird da über den rechten Flügel schon dominieren jetzt. Also hat er auch gute Spiele gemacht. Also ich wollte gerade sagen, Flügelzange, Poldi und Schweini hat ja auch sehr gut funktioniert für Deutschland. Also auf jeden Fall, also gerade bei der EM 2008, bis zu seinem Platzverweis gegen Kroatien, war er da sehr, sehr ordentlich drin. Und das Lustige ist ja, dass er aber trotzdem seine highest scoring seasons hatte alle aus dem ZM dann gespielt. Ne? Das war ja so spät in der Karriere, wurde er zu einem kopfballstarken Fernschuss-Spezialisten. Was er ja Anfang, also kopfballstark bei Schweinsteiger ja wirklich am Anfang gar nicht. Und da hat er dann so 7 Tore gemacht. Auf seinen Flügelpositionen kam man nie über 3-4 Tore in einer Saison weg. Gareth Bale. Mhm. Ja. Breakthrough-Game habe ich noch im Kopf, so für mich, für die große Bühne für alle, glaube ich, war gegen Inter. Der Dreierpack von der Linksverteidigerposition. Mike Conn weiß bis heute nicht, was passiert ist. Nee. Und Mike Conn war auch, das hat, glaube ich, Harry Redknapp auch gesagt, sie haben dann Mike Conn gegen ihn gestellt und vor dem Spiel galt Mike Conn als einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Nach dem Spiel hat man gesagt, Mike Conn ist finished. Ey, Gareth Bale war so krass auf dieser Position, aber kam natürlich halt in dem Alter noch mehr, als obwohl später auch noch, über sein Tempo und über seine Sprintfähigkeit. Aber ich finde es erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ihr nachgeguckt habt, aber schätzt mal, wie viele Tore hat er nominiert? Weil ich weiß nämlich nicht, war das wirklich Linksverteidiger? Weil er ist dann irgendwann eins vorgerückt, früher als ich gedacht hätte. Wo er dann, die haben, glaube ich, tatsächlich in 4-4-2 oder so gespielt, oder 4-2-3-1, wo er dann das linke Mittelfeld wirklich positioniert hat. Und er hat, soweit ich weiß, nur 3 Tore als Linksverteidiger gemacht. Viele vorbereitet, aber nur 3 Tore. Ich habe letztens in einem Interview, wer war das denn, der gesagt hat, bei Tottenham, bei Southampton wusste auch schon jeder, dass er der beste Spieler hier ist. Aber der Trainer hat einfach gesagt, der ist Verteidiger und hat ihn nicht nach vorne gelassen. Das ist auch so ein bisschen die Frage des Naturells des Positionswechsels, den wir hier besprechen, was dann am Ende wichtiger, besser, größer ist. Ob der Positionswechsel einem Spieler verholfen hat, dazu Weltklasse zu werden. Oder ob, bei Bale würde ich sagen, ist einfach so, man hat den Spielen sehen und gesagt, okay, der ist offensichtlich so gut, dass es total blöd ist, den da einzusetzen, wo er gerade spielt. Lass den mal weiter nach vorne stellen, das macht komplett Sinn. Total.
Ich finde nur zwei Gedanken dazu. Zum einen, was wäre passiert, wenn niemand ihn auf rechts außen oder selbst irgendwo in Sturm gestellt hätte? Wäre er wirklich ein Weltklasse-Linksverteidiger geworden? Oder nur einer, der ultra schnell und sehr torgefährlich sein kann? Ja. Aber warum ich Bale so spannend finde, ist halt, er ist ja nicht nur immer offensiver geworden, sondern er hat halt einfach noch mal die Seite komplett gewechselt. Und zwar von 0 auf 100. Der hat vorher, bevor er zu Real Madrid gewechselt ist, hat er mal bei Wales vielleicht rechtes Mittelfeld gespielt, aber wirklich einmalige Geschichten, also vielleicht mal ein Spiel. Ansonsten nur linke Seite, dann wechselt er und ab da hat er nie wieder, also er hat ein paar Mal noch links außen gespielt, also die Ronaldo-Position quasi, aber wirklich nur aushilfsweise und ansonsten nicht mehr wieder die linke Seite. Also Real Madrid hat ihn ganz klar mit dem Vorsatz geholt, wir lassen den rechts außen spielen. Ein Spieler, der eigentlich ausschließlich auf der linken Seite gespielt hat. Bei Bastian Schweinsteiger bin ich mir sicher, dass er kein Weltklasse-Spieler gewesen wäre, worden wäre ohne Positionstransformation. Glaube ich auch. Ich frage mich, was war bei Schweinsteiger, und da sind wir bei allen natürlich im Bereich der Spekulation, ich frage mich, wie viele andere Trainer sich das getraut hätten mit Schweinsteiger. Denn man darf halt nicht vergessen, dass während seine Leistungen auf der Flügelposition so Borderline-Nationalspieler waren und halt, muss man dazu auch sagen, er in der Zeit Nationalspieler geworden ist, wo die Konkurrenz nicht groß war im deutschen Fußball, war das natürlich trotzdem von Louis van Gaal in dem Augenblick eine unglaublich unpopuläre Entscheidung, Schweini, Deutschlands Liebling, von der offensiven Position ins Zentrum zu ziehen. Und ich frage mich, wie viele Trainer, die das Selbstvertrauen gehabt hätten, das zu machen. Wenn es eine Frage von Selbstvertrauen war, dann war van Gaal der Richtige dafür. Glaube ich mich auch. Ich glaube, da ist das Selbstverständnis immer zu denken, ich weiß, was das Richtige ist. Und im Zweifel ist es sogar, wenn er weiß, dass es Leute aufregt, macht das noch eher vielleicht. Ja, genau, das könnte auch sein. Also ich glaube, van Gaal ist so ein bisschen, wollen wir das Thema letztes Mal, wenn einem jemand sagt, mach dringlich etwas oder mach bitte, also wenn, ja, genau. Dann will man es umso weniger machen. Das ist so ein bisschen so das Phänomen, was man oft beobachtet. Ich glaube, van Gaal funktioniert rein psychologisch nach derselben Logik. Ja. Ich finde es ganz spannend, ich gucke mir gerade noch mal die Saison an, wo Schweinsteiger dann, weil das linke Mittelfeld war einfach eine enge Raute. Also es war jetzt nicht diese Flügel-Flügel-Position. Also es war tatsächlich ein 4-4-2 enge Raute, die da die ersten Spieltage gespielt wurden. Findest du sogar Artikel darüber, warum das so gespielt worden ist? Und der Name ist Bastian Schweinsteiger. Und der Grund ist mangelnde Endgeschwindigkeit. Ja, gleichzeitig, wen er verdrängt hat oder wer Konkurrenz war auf der Position, wo er dann gespielt haben, waren Timoschuk und Andreas Ottel. Also auch da gab es nicht die Konkurrenz, die man eigentlich von Bayern gewohnt sein sollte. Das ist halt also, das war halt nach der Klinsmann-Katastrophe. Ja, ja. Ne? Da also hat alles sich rund um den Boden gemacht. Wie mutig musst du sein, würde ich hier noch mal ein bisschen abschwächen, um auf die Idee zu kommen. Um was auszuprobieren. Der Mut ist ja auch kein Argument für irgendwas hier. Das war jetzt einfach nur eine Anekdote. Nee, ich weiß, aber es hat mich gerade noch mal interessiert. Wen hat er da wirklich verdrängt? Hat er da einen Van Bommel irgendwie auf die Bank gedrängt? Nee, und vor allem die ersten beiden Spiele sind unentschieden ausgegangen, der Bayern in der Saison. Und dann gab es eine Doppel-6 mit Timoschuk, Schweinsteiger und Pranjic hat dann seine Position quasi übernommen. Ja, es ging ja, du redest ja hier von 2009, 2010, ne, vermutlich. Und da ging es ja so los, wenn du da die Ergebnisse dir anschaust, dass sie es früh versucht haben mit Schweinsteiger im Zentrum und dann immer wieder nicht. Und die Ergebnisse sind ganz klar, Schweinsteiger im Zentrum Sieg, Schweinsteiger nicht im Zentrum, kein Sieg. Ab dem 14. Spieltag hat er nur noch zentrales Mittelfeld gespielt und sie haben bis zum 27. Spieltag nicht mehr verloren. Und im Verlauf der Rest ist auch zwei Spiele verloren. Und dann war es wirklich von Bommel Schweinsteiger. Guck mal, der muss verletzt gewesen sein. Ja, dann kam von Bommel und dann kam natürlich irgendwann die Legende. Javi. Martinez, und die haben sich wirklich ergänzt wie kaum zwei andere. Ich hätte gerne das CL-Finale 2013 noch mit angeführt, aber da hat Schweinsteiger, wenn ihr euch erinnert, vor dem Finale von Timoschuk beim Aufwärmen einen auf den Knöchel bekommen und hat in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war gut, macht er sogar fast das 2-1 kurz vor Ende. In der ersten Halbzeit hat er gefühlt 30% Passquote gespielt. Das war eine Katastrophe, eines seiner schlechtesten Spiele. Aber ja, 2014 natürlich dann. Und das finde ich wirklich für mich persönlich. Und das liegt natürlich jetzt auch daran, in welchem Alter wir waren und was wir so erlebt haben, habe ich noch nie eine solche Heldenreise von einem Spieler in einem Spiel erlebt wie Schweinsteiger im Finale. Also das ist sein Magnum Opus. Ist es. Und ich finde, das finde ich generell ein spannendes Thema, was ist das Magnum Opus eines Spielers? Boah, das ist vielleicht nochmal. Also, Nicht zu viel das ist ja auch in einem anderen Format so teilweise angedacht, was wir irgendwann mal machen wollen. Aber ich finde die Formulierung echt geil. Also, weil was ist das Spiel? Ja. Das Spiel, das diesen Spieler definiert. Und für Schweinsteiger ist es auf jeden Fall das WM-Finale 2014, ganz klar. Ich finde aber, wenige Spieler haben so ein klares Aushängen. Also es gibt für viele eins so, aber zum Beispiel Zidane, sag mir. Der hat sich einige davon. Es muss fast WM-Finale 98 sein mit zwei Toren gegen Brasilien. Ja, oder das Halbfinale gegen Brasilien, wo er einfach
die in meiner Augen beste WM. Oder es ist vielleicht sogar das Champions-League-Finale gegen Leverkusen mit seinem Treffer, aber haben sie die WM nicht gewonnen. Die WM haben sie nicht gewonnen, aber das Halbfinale. Ich glaube, die Occasion macht es dann, glaube ich, dann oft auch, dass der Rahmen dann diktiert, was das größte Spiel eines Spielers ist. Und der Rahmen wird nicht größer als ein WM-Finale. Also nicht die Frage, die wir jetzt beantworten. Wir müssen trotzdem abstimmen, ne? Wir müssen abstimmen nochmal. Toni Kroos ist gegangen oder geworden von einem jungen Spieler mit viel Spielwitz, mit guten Ideen, der aber auch gemerkt hat, okay, geschwindigkeitstechnisch wird das hier auf den Außenpositionen ein bisschen schwierig, hat ja auch dann selber schon, also als er links gespielt hat, hat er auch gerne einfach den Weg ins Zentrum gesucht, sich da orientiert, aber er war vor allem halt eben Zehner und Spielmacher und eine von ganz großen Qualitäten heute ist ja die Zone of Influence bei ihm ist riesengroß, also der Raum, bis wohin er seinen Einfluss reicht. Der spielt Diagonalbälle über 40, 50 Meter. Der war früher viel zu weit vorne, um das zu showcasen, das zeigen zu können und ist dann immer in die Position gelaufen, wo er endlich dann halt wie so dieser Puppenspieler die Fäden in die Hand bekommen hat. Und Toni Kroos wäre auch, glaube ich, in der offensiven Rolle, hätte eine schöne Karriere gehabt, aber ich glaube, dieser Spieler, von dem man heute sagt, einer der besten Mittelfeldspieler wahrscheinlich aller Zeiten, der wäre, glaube ich, das wäre nicht das Prädikat, mit dem er dastehen würde. Wenn du jetzt noch hier so ein Plädoyer für Kroos hältst, möchte ich nur noch mal dran erinnern, wir sprechen von einem Linksverteidiger, der sehr gut war, zu einem Weltklasse rechts außen geworden ist. Also Verteidigung, Angriff, links auf rechts. Ja. Ne? Stift in Hand. Nicht hier auch. Irgendwie im Mittelfeld und ein bisschen weiter ins Zentrum oder enge Raute und meine ja nur. Hoppala. Da fällt mir glatt das Ei vom Tisch. Besser als aus der Hose. So. Achso, ich hatte die drei. Ja. Okay. Ich stimme ab für einen Spieler, den ich eh sehr, sehr gerne mag. Gut, das stimmt, ehrlich gesagt, trifft das auf beide Spieler zu. Aber wo für mich die Transformation krasser war, und das ist Gareth Bale. Dann bin ich nicht dran. Dann bin ich dran. Ich finde, es war eine sehr schwierige Entscheidung für mich, weil ich finde, beide eine sehr ähnliche Entwicklung logischerweise ist genommen haben. Ist aber vergleichbarer, als Bale da noch reinzuwerfen. Für mich den kleinen, aber feinen Unterschied hat es gegeben, dass Schweinsteiger ein bisschen länger, oder was heißt ein bisschen länger, prägnanter auf der Flügelposition länger unterwegs war und dieser Wechsel etwas krasser war oder mehr Impact hatte, deswegen Basti Schweinsteiger. Und damit, wie es sein sollte, hat Niklas Levinson alles in der Hand. Es gibt keine Putt-Situation. Es ist nicht mehr möglich, dass es putten kann. Und die Wahl, war die schwierig für mich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube gar nicht so sehr, denn ich finde am Ende schon, dass vom Flügel ins Zentrum ist krass. Von ganz hinten nach ganz vorne und dabei einmal nochmal die Seite zu wechseln, das finde ich ist sehr, sehr beeindruckend, vor allem auf dem Level. Deswegen kann ich mit gutem Gewissen dafür stimmen, dass Gareth Bale den besten Positionswechsel hingelegt hat. Ja, ist ein Sieg, Krögi. Lange gewartet. Und ich muss auch sagen, ich finde es einen absolut, absolut ordentlichen Sieger hier. Also, weil nämlich von einem Außenverteidiger, wo man nicht wusste, ob er Premier League-Niveau hat, zu einem der besten Offensivspieler der Welt. Ja. Machen wir zum Abschied alle nochmal so. So, für wen machen wir das? Ja, für Gareth Bale. Achso. Sein Jubel. Golf Madrid. Nee, wie war das? Golf Wales Madrid. Wales Golf Madrid. So rum. Das war's für heute. Macht's gut. Vorschläge gerne in die Videobeschreibung. Tschüss.